Guten Morgen, Leute. Ja, meine Schmach beim letzten Mal brennt immer noch in meinem Herzen. Aber naja, es gibt vielleicht was Schlimmeres. Vielleicht. Finde die 8 roten Münzen. Oh ja. Diese dämliche Giftgrotte hier, ne? Die geht mir jetzt schon auf den Zeiger. Dann mache ich das jetzt einfach mal nach anderen Paradigmen hier. Ihr wisst bestimmt, wo noch Münzen gewesen wären. Und es waren ja immerhin nur 2, die gefehlt haben. Deswegen mache ich mir jetzt für diesen Durchlauf hier überhaupt keine Sorgen. Scheiße, jetzt fehlen nämlich schon wieder die ersten beiden. Es gibt übrigens, ich habe nachgesehen, 146 Stück in diesem Level. Und ich habe nur einen Bruchteil derer gesehen, aber es ist egal. Zum Beispiel, wenn ich hier lang gegangen wäre, hätte ich vermutlich auch welche gefunden. Oh, Leute, das Leben ist einfach kein Ponyhof. Dann gehen wir nochmal hier das Ganze an. Ich habe jetzt beides nicht, ne? Ich habe ja weder 100 Münzenstern, noch habe ich den 8 rote Münzenstern gesammelt. Ich habe im Prinzip wirklich gar nichts. Ich bin hier vollkommen leer ausgegangen. Aber gut, wenn ich das jetzt hier ein bisschen mit System mache, dann sollte das vielleicht funktionieren. Vielleicht. Betonung liegt auf viel. Und ganz bestimmt nicht auf leicht. Na gut, jetzt wissen wir ja mittlerweile, wo das ist. Also ich weiß mittlerweile, wo das ist. Ich muss hier lang. Ah. Ja, moin! Guckt euch mal das an, ey. Das ist doch ein richtiger Zahltag hier für mich geworden. Ja, das ist... Jetzt ist es ein Jiffy. Wenn ich jetzt hier nicht sterben sollte, dann kriegen wir es locker hin. Also Leute, das ist echt heftig, wie viel da jetzt ausgeschüttet wird. Guck mal, wie die Angst hat. Nee, nein, geh weg. Okay. Aber wir haben... Das Witzige ist, wir haben hier so und so viele Sterne schon gesehen, wo man alles hingehen kann und was man hier alles machen kann und so weiter. Das haben wir alles mitgekriegt. Aber das bringt uns überhaupt nichts, wenn wir das nicht einfach mal machen. Okay. Ich glaube trotzdem, dass 40 Münzen für dieses Areal hier sehr hoch gegriffen sind. Deshalb... Wie wäre es, wenn ich nochmal den Trick vom letzten Mal mache? Ja. Trick in Anführungszeichen. Dieser Trick ist auch ziemlich suizidal. Das heißt... Aber ich weiß zumindest, wo wir da lang müssen. Das ist schon mal sehr viel wert. Here we go! Und für den unaufmerksamen Beobachter ist es ja auch noch so, dass du diesen Weg hier mit blauen Münzen ausgeleuchtet kriegst. Also hätte ich theoretisch machen können, ja. Ah. Kennt ihr das, Leute, wenn euch richtig was ärgert? Aber das Schöne war, ihr habt bis zum Ende mitgefiebert und dann habe ich es natürlich noch verkackt. Ah, ja. Aber solche Momente muss es auch geben im Leben. Das macht das Ganze noch spannender, ne? Wenn es so eine Möglichkeit hier gibt, dass ich scheitere. Und bisher bin ich ja hier überhaupt nicht gescheitert, wenn man mal überlegt, wie gut ich hier bisher durchgekommen bin. Also, das war ja ein reines Länderspiel. 63 Münzen. Die große Schwierigkeit wird nur sein, da gleich wieder zurückzukommen, ne? Tja. Und vielleicht, aber nur vielleicht, ist es gar nicht mal so dämlich, den roten Münzenstern erst zu machen. So. Aua! Okay, jetzt haben wir über 70. 73. Die roten Münzen geben alleine schon 16. Ich habe noch keine davon. Deswegen sollte das doch wohl irgendwie möglich sein. Ah. Tada! Und ich bin wieder zurück. Diesmal natürlich nicht so halsbrecherisch wie beim Mal davor. Wenn die jetzt hier so einen Sam stehen hätten, der würde dann sehen, dass ich mich die ganze Zeit eigentlich nur im Kreis bewege. Hallo! Ich bin wieder zu Hause. Nee, das wird natürlich so nichts. Immer noch gruselig hier. Ich bin froh, wenn wir diese Welt hinter uns lassen können.
Also, das wird aber auch nicht mehr lange dauern. Okay. Dann fahren wir mal eine Runde. Ja, ich bin auch nervös. So ein bisschen zumindest. Ihn muss ich bashen. Okay. Hallo. Nein. Okay, gut, danke, dass du da geblieben bist. Oh mein Gott. Das ist aber auch sehr, sehr knapp gehalten hier. Ja, so geht's auch. Kennt ihr das, wenn ich immer versuche abzukürzen und nichts davon funktioniert? Hui! Das sieht immer so einfach aus, wenn andere Leute das machen. Das sieht immer so einfach aus. Aber ist es einfach? Nee, ist es nicht. Dann fahren wir nochmal mit dem Ding hier. Moin! Obwohl, da muss ich ja gar nicht hin. Ich muss ja hier in die Mitte. Oh Gott, jetzt mache ich diesen Seilspringen-Akt hier zweimal, ne? Mann, was ist das denn? Oh. Das ist... Oh Gott. Ich finde gerade keine Worte dafür. Ich bin hier total angespannt. Laktatwerte wie ein Panda-Bär habe ich. Und weiter geht's. Nee. Okay, 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 okay. Siehste, das ist ja auch nicht alles schwierig. Es ist ja auch... Ein paar Sachen gibt es ja hier auch, die ich schaffe. Gut. Und jetzt überlege ich, ob das passt mit den Münzen. Ich glaube nämlich wieder mal nicht. Das heißt, ich muss nochmal irgendwo anders hin dackeln. Aus reiner Freude. Und ich habe Glücksgefühle dabei, das glaubt ihr gar nicht. Das heißt ja im schlimmsten Fall, dass wir den rote Münzenstern nochmal machen müssen. Es sei denn, ich krieg dieses Auge da kaputt. Das wäre ja eine Möglichkeit. Alter Schwede. Ist das eine räudige Welt hier. Ja, es passt gerade so nicht. Okay, Fledermäusi, komm her. Das Leben ist eins der härtesten. Okay, komm her, Digga. Ich weiß, wir haben nicht viel Platz. Ach du Scheiße, es hat geklappt. Okay, Fledermaus und zwei Münzen. Dann habe ich's. Vorausgesetzt, ich krieg die Fledermaus auch. Ah nee, hier war das ja nicht. Schwede, ey. Oh. Das ist ein richtiger Krimi hier. Oh mein Gott. Jetzt komme ich hier noch nicht mal rauf. Mein Gott. So, dankeschön. Endlich. Also, wie gesagt, Fledermaus und zwei Münzen. Wenn ich die Fledermaus erwische und die Münze fällt runter, muss ich runterspringen und die Münze mitnehmen. Dann muss ich das halt nochmal fahren hier, aber das ist in Ordnung. Es gibt Schlimmeres. Dieses Macadamia-Nussgefühl hier wieder, das mich mit Sicherheit überhäuft. Schrecklich ist das. Es könnte ja sein, dass wieder was schief geht. Ah, ich empfinde das hier übrigens auch als einen der schlimmsten 100 Münzensterne. Noch schlimmer wird's nur ganz unterm Dach. Ach, und das mit... Oh, die wären alle so schrecklich. Aber ich glaube nicht annähernd so schrecklich wie der hier.
Wo ist die Fledermaus jetzt? Ich habe die Fledermaus nicht gehört. Ist sie jetzt weg? Das fehlt mir eine Münze. Oh. Fledermaus ist weg. Ja, toll. Aber Fatih, nimm doch Tesa. Okay, dann gehen wir nochmal ins Labyrinth. Das ist das Einfachste, was mir jetzt einfällt. Vielleicht ist da ja noch irgendeine Fledermaus, die ich nicht verhauen habe. Vielleicht ist da ja irgendwie noch so ein komisches, so ein Fly, Shy, irgendwas Vieh, das versucht mich abzuknallen oder so. Die dreckigen Maulwürfe geben ja keine Münzen. Das ist ja mein Problem gerade. Hallo. Ich suche was zum Verhauen. Hier irgendjemand? Das kann nicht wahr sein. Es ist nur noch eine Münze. Das geht nicht. Jetzt lässt mich das Spiel aber richtig hängen. Nee, kann das jetzt echt... Das kann nicht angehen, oder? Das kann jetzt echt nicht angehen. Fun Fact, hätte ich die Spinne am Anfang intelligenter erledigt, hätte ich es jetzt geschafft. Nee. Vielleicht, wenn ich wieder in den Raum reinkomme. Vielleicht sind dann da ja Fledermäuse. Süßer, wo bist du denn? Da ist doch ein Schatten. Dieser Schatten gehört doch zu einer Fledermaus. Da oben ist eine. Ich sehe das von hier. Erstmal schön am hart erarbeiteten Stern vorbeilaufen. Nur damit man hinterher wieder ganz viele Glücksgefühle kriegt hier. Ja, witzig. Spaß. Locker, flockig. Gangsters. Wenn das nicht klappt, gehe ich nochmal weiter. Bei den Steinen rauf und ich glaube, da waren auch noch ein paar. Dann mache ich diese scheiß roten Münzen halt nochmal. Aber das ist mir egal. So, hier müsste irgendwo... Da oben, ich sehe die Fledermaus doch. Vielleicht mache ich hier einfach mal ein bisschen Randale. Dann kommt die auch vorbei. Hallo? Hallo? Ja, danke. Oh yeah, baby. Hart verdient. Ja, danke. Du hast 70 Powersterne gesammelt. Jetzt kannst du das Geheimnis der endlosen Treppe lüften. Begib dich zum finalen Duell mit Bowser. Das ist natürlich schade, dass ich die jetzt nicht endlos hochlaufen kann. Aber egal. So, jetzt ist das Leben wieder einfacher geworden. Oh. Speichern und weiter. Ja, der Rest ist nicht mehr schwierig. Ah, grüne Giftgrotte. Laufe auf dem Grund des Sees. Ja, das ist im Vergleich zu dem hier echt Kinderspiel. Obwohl ich da ja beim letzten Mal gestorben bin, ne? Und sonst so, Leute, alles gut bei euch. Ich werde nie wieder sagen, dass ich die grüne Giftgrotte mag. Guck mal, wie das auf mich zugesteuert ist. Habt ihr es gesehen? Das hat noch eine Kurve gemacht. Hauptsache den Maddie, den muss mitnehmen. Das ist wichtig. Ich weiß gar nicht mehr, wie man da hinkommt. Geht doch da runter. Ente geht unter. Sliden. Für optimalen Genuss. Unter Wasser macht er natürlich nicht weiter. Das ist ein bisschen doof. Also wenn ich schon so ein bisschen Momentum aufgebaut habe, dann trägt er das nicht weiter. Das ist ein bisschen schade. Na gut.
Achtung, hier ist Spinnenbefall. Oh! Scheiße, war das knapp. Oh, schrecklich, ey. Schrecklich. Naja, wir haben auf dem Grund des Sees haben wir alles gefunden, was wir finden wollten. Dann gehen wir nochmal rein. Der Rest ist ja easy. Wir wissen ja alle, wo der Rest ist. Wir haben das ganze Level ja schon gesehen. Durchsuche das Nebellabyrinth. Ja, auch ganz einfach. Ich kann's... Ich versuch's jetzt, pass auf. Wenn das nicht klappt, dann... Dann klappt das halt nicht, aber ist egal. So. Tatsächlich ist der Stern ja da oben, ne? Und man kann ja... Nee, das wird nie was. Leute, das wird nichts. Okay. Nee, der knallt gar nicht gegen die Wand. Das geht gar nicht. Jetzt. Naja, ist egal. Es gibt einfachere Mittel und Wege, das hier hinzukriegen. Deswegen bedienen wir uns einfach mal einer gediegeneren Strategie, ne? Siehste. Schön durchs Nebellabyrinth. Das war ja direkt hier. Dann haben wir es auch bald geschafft hier. Huch. Okay. Kann ich das eigentlich auch von der anderen Seite aktivieren? Nee, ne? Tja, das ist halt nicht Super Mario World. Da ging das auch nicht. Aber bei New Super Mario Bros. Für Dingenskirchen, da ging's. Okay. Läuft doch. Was mich mal interessieren würde, ist, ob der Metall-Mario sich auch hochhangeln kann. Ich meine, der muss doch ein bisschen schwerer dadurch sein, oder? Ein klein wenig schwerer. 72. Meine Güte, 72 Sterne sind das schon. Damit könnten wir theoretisch das ganze Spiel schon durchspielen. Aber das ist ja jetzt nicht das, was wir wollen. Was schon ziemlich merkwürdig ist, ne? Weil, überleg mal, wir haben... zwei große Abschnitte des Spiels gar nicht gesehen und wir könnten es theoretisch jetzt schon abschließen. Also, ich finde, da kann man auch erhöhen. 100 Sterne für Bowser. Geht. Und vor allen Dingen, wenn ich mal darüber nachdenke, dass es für mich damals echt ein Ding der Unmöglichkeit war, fast diese 70 Sterne zu sammeln. Na gut, ich habe auch damals überhaupt keinen Fick darauf gegeben, ob ich jetzt die 100 Münzen in jedem Level gesammelt habe. Das habe ich einfach nicht gemacht. Gut. Ich bin übrigens dafür, dass ich in diesem Part die grüne Giftgrotte abschließe. Deswegen suche im Nebel den Notausgang. Was? Durchsuche das... Ach du Scheiße, jetzt... das war ja gar nicht mal richtig. Na gut. Dann kümmern wir uns einfach darum, das anders zu machen. Boing. Ja, moin. Aber Nebellabyrinth war doch schon mal richtig, oder? Also hier rein. Das sind so Comedy-Situationen, die das Leben schreibt, ne? Okay. Ich habe jetzt nicht nochmal auf die Karte geguckt. Aber das ist auch egal. Wir kriegen's auch so hin. Nee, och man. Das ist so doof, wenn man mit dem C-Stick dann versucht, die Kamera zu machen. Nee, das war falsch. Da waren wir schon. Es ist auch sehr frech, dass diese Montys keine Münzen fallen lassen, ne? Das sei nur mal am Rande gesagt. Ist hier ein Ausgang? Gilt das als Ausgang? Ja, das ist doch ein Ausgang. Dann gehen wir da mal hoch. Da ist der Ausgang. Ist das auch der richtige? Der, den ich brauche? Ja! Ach, guck mal, hier wären ja sogar noch Münzen gewesen. Scheiße, alles. Okay, dann ist hier der Stern, den ich wollte. Und wir haben es geschafft.
Yeah, baby. Grüne Giftgrotte. Erledigt. Ende. Da. Grüne Giftgrotte. 7 Sterne. Astrein. Wir haben alles geschafft. Alle Kurse, die wir bisher gemacht haben, sind zur vollsten Zufriedenheit erledigt worden. Ja. Das macht doch Spaß, ne? Gut. Und ich wüsste auch nicht, wo hier noch was sein sollte. Deswegen gehe ich jetzt mal ganz fix zurück. Klettere auf Assis Rücken. So. Kurs verlassen. Wieder zurück in die Lobby. Und ich sage, macht es gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.